Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sailing World. Ja, was mir gerade so aufgefallen ist, so nebenbei, ich wollte es ja nur mal erwähnen, weil ich sehe das jetzt gerade auf dem Computer, ja, ein bisschen größer. Hier unten ist ein kleiner Ruffy, der auf dem Boot sitzt, der auf der Sunny sitzt. Ist ja der Hammer. Naja, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Es war total nebensächlich, aber egal. Ja, in der letzten Folge habe ich Impel Down gemacht und hier so ein bisschen Kistenkampf und so, ne? Und ich werde mir jetzt erstmal hier nochmal so ein paar Rage-Splitter holen, weil wir haben ja noch Punkte und jetzt gehen wir in den PvP-Kampf über. So, und hier bin ich auf Platz 45. Boah, ich bin ganz schön nach unten gerutscht. Dann werde ich mir jetzt als erstes hier mal Pixels vornehmen und werde mal zeigen, wo der Hammer hängt. Nein, Spaß. Mal gucken, ob wir es schaffen. Die Leute sind ja auch alle extrem stärker geworden nach dem Oster-Event. Das ist echt Wahnsinn. Abgesehen von mir. Ich natürlich nicht. Sowas passiert mir nämlich nicht, sowas Gutes. Aber egal. Wir schaffen das schon irgendwie. 2,1. Boom! Sitzt. Sitzt auf jeden Fall. So. Ray muss ich zünden vielleicht. Das wäre vielleicht noch eine coole Idee. So. Ne? Bam. So. Jetzt machen wir mal wieder Schild auf Gab. Jetzt hält er mal wieder ein bisschen mehr aus. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir den blöden Heiler da hinten wegkriegen. Und langsam mal vorarbeiten zu dem wenigstens. So, komm schon, Zorro, komm ran hier auf Meter. Das ist mein, ich glaube, ich muss mal wieder, ich muss mal hier umstellen und mein Stunner auf die andere Seite bringen. Ich glaube, den packe ich mal nach hinten, weil irgendwie scheint er ziemlich viel Schaden zu fressen irgendwie. Sieht aus, als würde ich meine erste Runde direkt verlieren. Ja, das macht schon so viel aus, diese paar Prozent beim... Ne, das ist Wahnsinn. Okay, sein Grab ist weg. Jetzt könnte es noch sich das Blatt noch wenden. Es sei denn, die zünden jetzt die ganzen Ultis oder sein scheiß blöder Gurusei schlägt zu. Die Guruseis, die sind so krass. Ja, genau. Ich brauche keine Ultis. Kein Thema. Machen wir nicht. Bauen wir nicht. Naja. Egal. Haben wir den ersten PvP-Kampf verloren? Ihr kennt das ja, ne? Ich muss 10 Minuten warten. Können wir auf jeden Fall bis dahin die ganzen anderen Klamotten machen. Ich dachte eigentlich, dass mein, ein bisschen mehr aushält. Vor allem jetzt, wo ich die ganzen Steinchen und all sowas neu umsortiert habe, damit es besser und stärker wird, das Team. Aber irgendwie habe ich in letzter Zeit einfach nur Pech. Kennt ihr das, wenn ihr so bei diesem Spiel so, ihr gebt echt alles und macht und tut und dann merkt ihr so, ihr werdet schlechter? Ja, und denkt ihr so, Alter, was hab ich verbrochen? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder was? Warum hasst mich das Spiel so? Ja, das ist teilweise echt deprimierend. Aber egal. So, wir stellen mal ein bisschen auf Automatik und ich erzähle euch über mein Leben. Was? Nein, Spaß. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier ein paar Früchte holen und dann werde ich gleich einen blauen Fasan ein bisschen hochziehen und dann werde ich, glaube ich, Raylight in die erste Reihe packen. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Was? Habe ich ein paar Kisten, die ich verkauft habe? Aha. Wollte schon sagen, weil ich habe ja eigentlich gar nicht so viele Karten. Mal zusehen, dass wir scheiße die verkauft kriegen. So, dann können wir nämlich noch ein paar Früchte sammeln, weil es blöd immer hin und her zu wechseln. So. Okay. Das müsste es gewesen sein. So. Kaufen wir mal die Kisten. So, jawohl. Dann machen wir nochmal Früchtekampf hier. Leid? Nein, den nehmen wir nicht mit. Wir nehmen den nicht mit. Den will ich euch nämlich noch nicht zeigen. Von diesem Wochenende habe ich beschlossen. Genauso wenig wie den goldenen Shanks. Ihr sollt euch ja ein bisschen gedulden und es soll ja ein bisschen interessant bleiben. Ne? Braucht ihr ja gar nicht mehr das Video von dem Goldschatz zu gucken hier. So, gefallen tue ich euch nicht. So, gucken wir mal. Ja, nehmen wir den mit. Geht schnell. Zack. Zack. Schon zwei weg. Auf Automatik ist das so entspannt zu zocken, wenn es nicht gerade PvP ist. Genau, ich lasse es gleich einfach im PvP-Kampf, einfach Automatik. Da kann ich nichts verkehrt machen mit. Da geht es auf jeden Fall schneller ab mit den Ultis. Mich kotzt das so an mit der Maus. Ohne Scheiße, ich würde ja am liebsten die Videos auf dem Handy aufnehmen und dann nachkommentieren, aber das macht nicht so viel Spaß. Das ist dann eher nervig als alles andere. Außerdem ist die Qualität dann auch nicht so gut. So, updaten. So. Nee, warte mal, jetzt habe ich mich vertan. Den habe ich ja gar nicht nach oben gezogen. Ray habe ich nach oben gezogen, genau. Oh, knallen wir mal die ganzen Punkte hier rein. Nochmal zwei.
100, da sind wir schon durch mit. Ist ja Bombe, Bombe. Ja, ich habe eh, ich weiß nicht wohin mit meinen ganzen Dingern hier. Ich weiß gar nicht. Hier, Sengoku kann ich noch. Haben wir noch Früchte? Ja, wir haben noch Früchte. Sengoku habe ich schon auf 1 gezogen. Der kommt natürlich nachher ins Team, sobald ich ihn auf 3 habe. Oder weiß ich noch nicht, ob ich den... Oh, da weiß ich noch nicht, ob ich ihn reintun soll. Ob sich das lohnt überhaupt, Sengoku dann reinzuknallen. Wenn er auf 3 ist, könnt ihr mir ja mal unter das Video schreiben, ob sich das lohnt. Ne? Ansonsten muss ich mal gucken. Ne? Was fehlt mir denn jetzt noch? Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Ich könnte mal eben kurz füttern. Und zwar Inyo. Ray. Ray, ja. Oh, ich habe nur noch eine. Ist ja krass. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte mehr. Aber egal. Was haben wir denn hier? Tagesbelohnung. 200 Leben. Ja, jetzt habe ich mehr. Jetzt habe ich mehr. So. Okay. Jetzt können wir ihn auf jeden Fall voll füttern. So schnell kann es gehen. Und fertig ist der Ray. Geht ratzfatz hier. So, schön. HP reingeprügelt. Den Rest kann ich eigentlich in Gurusal reinprügeln hier. Den bereite ich nämlich schon mal vor. Auf, dass er mal in mein Team kommt. Dafür fliege ich dann, wenn dann hier mein netter Garb raus. Weil ich habe schon gemerkt, das macht schon viel aus, wenn man da noch so ein Gurusei drin hat. Das macht eine Menge aus. Ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich meinen anderen... Habe ich, glaube ich, schon auf 3, glaube ich. Meinen anderen Gurusei. Ja, mache ich mal ein komplettes Gurusei-Team. Dann knall ich die da durch. Ich habe ja Gurusei A, habe ich hier auch gezogen letztens. Im Free-Draw. Das passiert mir auf dem Deutschen ja nie. Ne? Das ist ja total... weiß ich nicht, warum das nicht funktioniert. Das ist... Deutsche bin ich VIP 7 und Sino Müll. Aber ich glaube, das liegt daran, weil der Server halt noch so jung ist und die es einfach noch nicht so mit den Dropraten so nach oben geballert haben. Aber ich habe immer so Gefühl, es rücken immer mehr Neulinge vor, die bessere Sachen ziehen als ich und das ist halt ein bisschen nervig. Ich habe mir jetzt auch gesagt, im deutschen Server werde ich auch kein Geld mehr investieren. Das ist reiner Humbug. Kann ja meinen Account verkaufen. Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht sowas. Verkauf keine Accounts. Das wüsste ich aber. Das wüsste ich aber. So weit gehen wir nicht. So. Aber vielleicht doch. Vielleicht verkaufe ich die irgendwann mal. Wenn es dann soweit ist. Wenn ich dann sage, boah, voll keinen Bock mehr auf Sailing World. Das geht gar nicht mehr. Oder sowas. Dann, werde ich natürlich auch irgendwann mal verkaufen, aber bis dahin. Boah, das sind aber verdammt viele hier jetzt gerade. Hätte ich mal besser im Handy gemacht, geht schneller. Wohl, auch nicht immer. Kommt immer darauf an. Seit bin ich eher so ein Bewegungslegastheniker hier, habe ich so ein Gefühl. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das sind mal HP, die sich sehen lassen können. So. Ja, mein Garb ist ja auch schon wieder voll. Mein Jutsu ist auf Max. Da kommt auch nichts mehr rein. Deswegen werde ich jetzt alles auf die anderen Teams verteilen. Er ist ja quasi vom anderen Team von mir, ist er ja der Tank. Aber ich glaube, ich werde das wirklich mal ändern. Sobald der fertig ist. Der braucht ja noch ein bisschen, bevor der auf Max-Level ist. Ich will den ja erstmal auf Stufe 2 oder mindestens Stufe 3 bringen, bevor ich da, ne, den ins Team packe, weil das vorher lohnt sich das, glaube ich, nicht wirklich. Es sei denn, er hat jetzt viel mehr HP als mein Garb. Weil sein Schild ist schon pervers. Sein Schild ist schon... geht schon übelst ab. Ah, wir sind am Ende angekommen. Super. Hui, 203k. Und er hat noch nicht mal irgendwelche Sachen an. Ist natürlich Bombe. So, gehen wir mal gucken. Das Oster-Event ist übrigens auf dem Englischen schon vorbei. Auf dem Deutschen ist es noch heute, glaube ich. Wir nehmen mal mit. Ich nehme mal Pixels mit. Pixels, der mich gerade voll angesackt hat, nehme ich jetzt mit. So. Gucken wir mal. Holen uns hier noch eben das Gold raus aus den Kisten. Können wir eigentlich auch verdreckt verhökern, weil Gold werde ich als nächstes brauchen, weil bald komme ich zu der nächsten Phase von der Rüssi, glaube ich, meine ich zumindest.
Und das heißt, ich muss wieder viel, viel Gold ausgeben für neue Rüstung. Weil langsam wird es immer heftiger. Mein Team so an sich ist ja eigentlich nicht schlecht, ist eigentlich nicht verkehrt. Aber es gibt halt noch so ein paar Baustellen, wo ich denke, so, da musst du auf jeden Fall noch was dran machen. Das ist ein bisschen nervtötend. Aber das kriegen wir noch hin. Mein Halloween-Army ist zum Beispiel irgendwie viel zu schwach. Weiß ich nicht. Geht gar nicht klar. Ich meine, mein Ray hat auch das Shirt an. Das Resi-Shirt, also müsste eigentlich theoretischerweise nach vorne. Ich muss da gleich mal dran denken, dass ich das mal mache. So. Jawohl. So, wen nehmen wir mit? Ich nehme Phantom mit. Nein, Phantom nehme ich auch nicht mit. Der will ich euch nämlich auch noch nächste Woche zeigen. Also die beiden tausche ich jetzt einfach mal. Gucken, was das so ausmacht. Na gut, hier bei den Viechern werde ich es wahrscheinlich nicht sehen, was das ausmacht. Aber vielleicht gleich im PvP. Dann werde ich das auf jeden Fall mal gucken, was da passiert. Aber die machen echt gut so heftig Schaden, die goldenen Chars. Das ist Wahnsinn. Das ist ja schon echt heftig, ja. So. Dann knallen wir die anderen Chars jetzt auch noch durch. Müssen ja ein bisschen was hier sammeln hier. Und dann geht's gleich wieder in die PvP-Runde. Ich hoffe, die 10 Minuten sind schon oben. Müssten eigentlich gleich schon oben sein. Ansonsten werden wir es in der nächsten Folge auf jeden Fall anpacken. Ein bisschen Schub ist ja jetzt dazugekommen. Ich glaube, ich muss auch mal gucken, ob ich vielleicht noch neue Steinchen habe. Dann kann ich die vielleicht fusionieren und mein Team noch ein bisschen stärker machen, als es ohnehin schon ist. So, die drei. Von den dreien werde ich das Video bald machen. Dauert nicht mehr lange. Nächstes Wochenende. Kommen auf jeden Fall schon mal zwei. Welche Chars ihr da sehen wollt, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Wollt ihr vielleicht zuerst Gold Ruffy sehen? Nein, ich denke mal, ihr wollt alle Gold Lau und Trafalgar-Lore und Gold Shanks sehen. Ich denke mal, das ist das, worauf ihr so geiert. Denke ich, gehe ich mal stark von aus. Da geht's auf jeden Fall richtig ab. Na komm, mach fertig da. Die halten immer so viel aus, obwohl die das gar nicht dürften eigentlich. Oder ich mache einen Heiler rein. Ich mache einen Heiler rein in mein Team. Ray Rouse und mache da einen Heiler für rein. Und dann mal gucken. So. Jetzt kommen die Runden noch hier. Na komm, Pika. Nehmen wir Pika mit. Pika. Der dürfte direkt zwei davon down machen. Jawohl. So muss das laufen. Dann können wir gleich nochmal PvP versuchen. Ich hoffe, diesmal wird es besser als wie beim letzten Mal. Ist ja Wahnsinn hier. Gehen wir voll auf den Senkel. So. Ja, Ray muss ich jetzt auch erstmal wieder von vorne sammeln. Den habe ich nämlich mir wieder da geholt. Und der muss jetzt erstmal wieder 100 Splitter sammeln, bevor ich den nächsten zusammenbauen kann. Und jetzt auf den nächsten Stufe brauche ich, glaube ich, 3 Stück, glaube ich. Ne, 4 Stück sogar, glaube ich. Um ihn auf 6 zu ziehen. Das wird natürlich auch noch ein sehr, sehr großes Stück Arbeit. So, wie sieht's aus? Arena? Jawohl, Arena ist wieder fertig. Ja, dann werde ich mal Hate ausprobieren. Pixels lasse ich jetzt einfach mal. Dann werde ich jetzt mal Hate machen. Mit seinem Golden Eel. Er hat 2 Stunner drin. Auch ein bisschen penetrant hier. Ray nach vorne in die erste Reihe zu tun, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ach, ich habe auf Automatik stehen. Sag doch mal was. Ja. Ja, läuft. Die beiden sind weg. Jetzt habe ich nur noch 3 gegen 3. Ja, und ein Tank da noch zwischen. Ja gut, wenn mein goldener Zauber jetzt nochmal in die Ulti geht, dann könnte das durchaus noch funktionieren. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ah, nein, das wird böse. Ja, das ist richtig böse. Das ist... Oh, scheiße. Ne, da komme ich, glaube ich, nicht mehr durch. Ne. Das sieht richtig böse aus. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, Ray nach vorne zu packen. Aber egal. Gut.
Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ein bisschen PvP zeigen, weil das dürfte sich jetzt mit erledigt haben. Wir sind sowieso schon am Ende angekommen. Davon ab. In der nächsten Folge mache ich dann noch einmal blaue Steinchen suchen, sammeln und dann sehen wir mal, was uns da so alles erwartet. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao.